Meine Meinung zu Miss Marvel Folge 1 und 2, ja, ich hab's vorab geschaut und das spoilerfrei. Bevor ich aber loslege, ich bin Dennis, rede gerne über Marvel, macht auch gerne das Plus weg. Miss Marvel, die muslimisch-amerikanische Superheldin, gespielt von Imanen Vellani. Ja, Kamala Khan wird sie ja natürlich verkörpern und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht hohe Erwartungen gehabt, aber für mich reichte es einfach zum ersten Anschauen. Und was meine ich damit? Der Look ist ganz cool gemacht, ist es halt sehr viel in diese Richtung des Muslimischen, was ich auch gar nicht schlecht finde. Natürlich, klar, Political Correctness und so weiter, aber im Ganzen macht das wirklich Spaß. Lustig, typischer Marvel-Humor, sage ich mal. CGI ist eigentlich ganz gut gemacht, die Musik passt auch und natürlich aber auch viele Coming-of-Age-Anteile. Sehr viel Fanservice in den ersten beiden Folgen. Mal schauen, ob ihr wirklich viele Easter Eggs erkennen werdet. Ich habe auf jeden Fall einige gesehen. Und ich finde auch eigentlich kann man sagen, dass diese Serie gar nicht mal so schlecht ist. Ihr dürft jetzt nicht zu viel erwarten. Es ist natürlich, sag mal, erstmal jetzt kein OG-Charakter. Aber ich glaube, Miss Marvel könnte ganz, ganz schön wichtig werden in den zukünftigen Projekten. Und daher würde ich, sag ich mal, der Serie Folge 1 und 2... ja, eine starke 7,5 von 10 geben, da ist auf jeden Fall Luft nach oben und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.